Meine Damen und Herren, Hallöchen und Popöchen, sanfte Grüße hier aus den Tiefen des Weltalls von No Man's Sky mit dem Next Update. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und natürlich auch ein dickes Dankeschön für alles, Mann. Einfach mal ein dickes Dankeschön für alles. Schön, dass es euch gibt. Wir befinden uns nach wie vor auf dem Planeten, wo wir die letzte Mission vollendet haben. Wir haben ein weiteres unbekanntes Grab, haben wir gefunden, es erforscht und die Glyphe an uns gerissen. Und wir haben in der letzten Folge, haben wir vergessen gehabt, unsere neue Raumschiffwaffe zu zeigen. Und das mache ich jetzt mit euch, okay? Also, lasst uns loslegen. Auf. Hallo Tastatur. Jetzt bitte wechseln auf. Ah, geht doch alles. Man muss nur richtig wollen. So, wie versprochen, die Blue Lady hat eine neue Waffe. Und zwar den Inframesser-Beschleuniger. Aber Vorsicht, Vorsicht, diese Waffe überhitzt sehr schnell. Sie überhitzt und sie überhitzt sehr schnell. Aber guck doch selber mal, wie das hier aussieht. Nein, das ist die Photonkanone. Inframesser-Beschleuniger, los geht's. Geiler Shit, oder? Ist das nicht geil? Ist das nicht super? Wunderbar. Was jetzt noch fehlt, meiner Meinung nach, sind Scheinwerfer. Aber egal. Wir haben hier noch zwei Punkte, die wir ansteuern wollen. Einmal ein Ressourcendepot und einmal eine kleinere Siedlung. Gibt's hier noch mehr? Gibt's hier noch mehr? Apollos Kontaktperson? Nicht später. Erst später. Wir haben hier noch andere Dinge zu erledigen. Geister der Maschine. Nein, 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 nein. Bitte nicht taggen. Archive nach Daten durchsuchen. Basiscomputerarchive. Ist das die Mission? Nein. Aber die jeweilige Mission, sofern an diesen Wegpunkten eine Mission ist, wird ja dann abgeschlossen. Ist die beschädigte Maschinerie hier? Ja, die ist hier. Aber 7 Stunden von uns entfernt. Wunderbar, das bedeutet Orbitalflug. Orbitalflug und wir jetzt verschießen nochmal alle Munition mit unserem Inframesserbeschleuniger und... Mega. Einfach nur mega. Schön, dass das Ding auch einfach mal unendlich Munition hat. Ja, okay, wir müssen es halt regelmäßig wieder aufladen lassen, aber... Das ist cool. So, wir sind draußen, ne? Oh, wie schnell wir hochgeflogen sind. Wo waren wir denn jetzt? Waren wir hier? Ja, ne, wir waren auf Timstal. Mond von unbekannten Planeten? Nein, waren wir nicht. Wir waren da, waren wir, auf dem Planeten. Gefrorener Planet? Nein, waren wir nicht. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Dieses Recht nehme ich mir raus. Hey, wir sind vorbeigedonnert. Was soll das? Kann ich jetzt nochmal einen Impulssprung hierhin machen? Nein, diesen Flug müssen wir manuell machen mit Booster. Und dem langsamen Einfaden, welches erst nach dem Via-Bis-Update möglich war. Vorher sind die Objekte und Texturen reingeploppt beim Anfliegen von neuen Planeten. Aber das ist jetzt ganz sanft. Leute, Hello Games, was macht ihr nur mit uns? Ihr wollt uns wohl nie wieder andere Spiele spielen lassen. Vermute ich jetzt mal. Und dabei ist das ja nicht mal ein Game as a Service. Alle Inhalte, die wir dazu bekommen haben, seit No Man's Sky Release, waren Patches, Content Updates, gratis. Leute. Ja, wir haben alle gemeckert. Wir haben alle gemeckert zum ursprünglichen Release von No Man's Sky. Gut, ich nicht, aber ich schließe mich mal jetzt nicht aus, okay? Innerlich habe ich ein bisschen gemeckert und nach 20 Stunden die Schnauze voll gehabt. Aber nach so vielen Jahren immer noch regelmäßig gratis Content rausbringen. Das hast du nirgendwo anders. Dankeschön dafür. Aber egal, Leute, lasst uns weitermachen. Genug gestaunt. Ja, ich weiß, ich bin ziemlich schnell. Hi. Was müssen wir hier machen? Kobalt habe ich. Magnetisiertes Ferrit habe ich auch. Und chromatisches Metall am allermeisten.
Startsequenz für automatische Tests abgeschlossen. Alle Mängel wurden behoben, das Gerät ist voll funktionsfähig und ich kann seinen Besitzer von meinem Erfolg in Kenntnis setzen. Erfolg melden. Ich nutze das Diagnostik-Meldesystem des Objektes, um seinen Besitzer über meinen Erfolg zu informieren. Kann ich mit dir reden, mein Freund? Die Pheromone des Aliens erfüllen den Raum mit einem Duft, der mich beruhigen soll. Er scheint meine Hilfe bei einer Aufgabe zu benötigen. Machen wir. Wir sind heute in Geberstimmung, Leute. Heute ist Montag. Montag muss man bereit sein zu geben. Und das sind wir. Planetares Depot zerstören. Was ist denn mit dir kaputt? Ich dachte Hilfe. Ich dachte, du willst Hilfe. Ich soll ein Depot zerstören? Hast du ein Schwein, das Montag ist? Hast du ein Schwein, das Montag ist? Kann ich die Pflanze hier noch mitnehmen? Nein. Ich werde meine eigenen Pflanzen anpflanzen müssen. Wie immer. Am Ende bleibt es sowieso bei mir hängen. Ach, ich liebe No Man's Sky. Das werden wir ewig spielen. So viel sei schon mal gesagt. Für die Ewigkeit. Wo ist denn das Planetare Depot? Hier ist eine kleinere Siedlung. Da ist das Ressourcendepot. Ja. Deswegen sind auch sechs Ecken am Symbol. Aktive Missionen haben sechs Ecken. Die anderen sind rund. Kann man sich eigentlich gut merken, finde ich. Kann man sich sehr gut merken. Wie weit? 16 Minuten, alles klar. Ab in den Orbit. Anvisieren, austangieren und impulsieren. Nice Geschichte. Eintritt in die Atmosphäre. Finde und zerstöre die Depots. Ich habe sie gefunden. Stopp, stopp, stopp. Sind die das? Sind die das? Ich muss hier nicht landen. War es das schon? Wir sind noch nicht fertig, ne? Vorsichtig, wir sind überhitzt. Vorsichtig. Hier ist noch eins. Wahrscheinlich muss ich kurz landen. Damit er das checkt. Ziel erreicht, sage ich doch. Ich kenne doch No Man's Sky, ich kenne doch mein Spiel. Gaiashi Ödlan. Ja, wir hauen ja schon ab, Leute. Wir hauen ja schon ab. Wir sind weg. Aber die Scheinwerfer, die kann ich mir modden, Leute. Damit wir hier auch im Dunkeln Licht hätten. Kann ich mir modden? Mal gucken. Eigentlich wollte ich nicht mehr modden. Das Depot überfallen. Hä? Wir waren noch fertig. Oh, 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 oh! Mein Gott! Taschenlampe, Taschenlampe! Was denn jetzt kaputt? Warum geht das nicht? Und noch alles zerstört. Was sollen wir denn noch machen? Was stimmt denn hier nicht? Wir hauen das mal ab. Wir lassen Gras über die Sache wachsen. Dabei dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass die Startschubdüsen nur noch bei 20% sind. Ah, das wird schon. So, eine Minute verstecken. Kriegen wir hin. Wir hoffen mal, dass wir uns nicht zu sehr suchen. Wenn nicht, machen wir nochmal einen Orbitalflug gleich, damit das Environment hier nochmal neu laden kann.
das Environment nochmal laden hier. Und eventuell haben wir Glück und die Mission wird dann erfolgreich abgeschlossen. Ich hätte nicht aus dem Raumschiff ballern sollen. Da bin ich auch ein bisschen selber schuld. Sauerstoff fällt. Sehr schön. Das hole ich mir noch glatt. Können wir uns ein wenig die Zeit vertreiben. Yay! Ach, geht das schön schnell. Na komm, na komm. Eine Ego-Perspektive wäre ganz... Ach, warte mal. Ja, eine Ego-Perspektive wäre ja ganz nett, wa? Cool. Vorsichtig. Aber wir sind wieder fein raus, ne? Wir sind fein raus. Alles ist cool. Alles ist cool. Ja, aber aus der Ego-Perspektive jetzt spielen. Mit den beschleunigten Sichtverhältnissen. Ah nee, ne? Ah nee, dafür habe ich zu lange auf einen Third-Person-Modus gewartet. Viel zu lange. Als dass wir jetzt wieder. Als dass wir jetzt wieder aus der Ego-Perspektive spielen. Genau. So, okay, alles klar. Die Wächter suchen nicht mehr nach uns. Wir checken nochmal das Depot, hoffen das Beste und eventuell lösen sich all unsere Probleme in Luft auf. Oh. Ja, eventuell. Schön wär's ja. So markieren X gedrückt hat, ist ja eigentlich schon markiert, aber ich glaube, in diesem Fall hält doppelt besser. Ach, finde und zerstöre die Depots. 5 Stück, da sind 5 Stück. Die sind schon zerstört, aber das wird nicht registriert. Weil wir sie aus der Luft schon zerstört haben. Damn. Okay, wir machen einen Orbitalflug, fliegen ein Stückchen weg, geben dem Spiel die Möglichkeit, hier die Planetenoberfläche nochmal neu zu laden und wir können uns das Beste hoffen. Mehr können wir nicht machen. So, einmal kurz wegfliegen. Wobei wir auch ganz kurz eigentlich zur Raumstation fliegen könnten. Da wir keinen Bock haben, die Startschubdüsen per Hand zu befüllen, da kaufe ich mir noch lieber überteuerten Treibstoff. Sowas von. Sowas von. Ach, No Man's Sky. Entspannung pur. Und wir merken uns, nie wieder Depots aus dem Raumschiff aus zerstören. Waren wir hier schon? Unseren Anzug upgraden? Ja, waren wir schon. Und wir haben jetzt nicht zufällig hier noch... Hier ist ein neuer Laden dazugekommen. Für Exofahrzeuge. Seht ihr das? Seit wann ist der denn bitte da? Coole Geschichte. Widmen wir uns später. Ich will erstmal gucken, ob wir vielleicht ein S-Modul finden für den Inframesser. Positronenmodul, nein. Ich glaube, wir waren hier auch schon. Inframesser, ja, waren wir schon. Inframesser, Modul C. Nein. Nein, nein, nein.
Will ich nicht. Ich würde noch ein Scanner-Modul S nehmen für unser Multi-Werkzeug. Denn wir haben hier irgendwo noch einen A-Scanner. Ja, den würde ich gerne austauschen können. Das Ding ist auch nicht wichtig. Das brauchen wir nicht. Aber es gibt ja eine maximale Anzahl an Upgrades, die man pro Technologie haben kann. Die ist 3. Und da sind wir hiermit schon dann voll ausgestattet, sofern wir dann ein drittes S-Modul kriegen. Mal gucken, vielleicht gibt's das ja hier. Hi, ich grüße dich. Schnuffelbär, du. Upgrade-Modul. Scanner S. Nur S, ich nehme nur S. Blitzwerfer-Modul S. Nein. Nein, nein, nein. Lass mich hier nicht mit irgendwelchen Schmuschmu ein. Ich weiß, wir könnten dann besser schießen mit dem Blitzwerfer. Damit wir nicht ständig mit dem Messer zu einer Schießerei gehen. Aber wir kommen eigentlich ganz gut klar. Wir sind ja auch relativ wendig. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben schon ein S-Modul. Ein zweites wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber was haben wir hier? Minenlaser-Upgrade. Ah, könnten wir auch ein S draus machen. Da könnten wir ein S draus machen. Und das Ding, wie gesagt, das können wir dann im Fall der Fälle einfach aussondieren. Gibt es ein Minenlaser-Upgrade S? Mein Freund. Upgrade-Modul. Minenlaser. Nein. Hast du natürlich nicht am Start. Heißt das dann überhaupt Minenlaser? Ja, es heißt Minenlaser. So, der kann uns nicht weiterhelfen, der kann uns nicht weiterhelfen. Ich glaube, im Anzug bräuchten wir noch genau. Wir brauchen noch für die Lebenserhaltung 2 S-Upgrades. Hi! How's you going, my friend? Unterwasserschutzmodul? Nein. Lebenserhaltung. Nur Lebenserhaltung. Ja! Coole Sache. Gefällt mir sehr. Für 400 geschenkt. Nehmen wir gerne. Das war's auch schon. Das heißt, wir können eins zerstören. Und das hier installieren. Yeah! Überleben! Überleben! Kälteschutz brauchen wir noch. Kälteschutz brauchen wir noch. Wärme haben wir. Wärmeschutz. Maximales Upgrade sogar. Wärmeschutz. Radioaktivität haben wir 3 Stück sogar. Extrem. Extrem. Das ist A. A, das sind 2 A. Würden wir auch noch ein S nehmen. Und das ist definitiv S. Ach, da steht es ja auch. S. Steht ja alles da, was wir brauchen. Schön. Schöne Sache. Irgendwas zum Verkaufen? Ja, eigentlich jede Menge, aber wir werden wahrscheinlich keinen guten Preis hier kriegen, ne? Wir haben hier sogar das letzte Mal eingekauft. Habt ihr neue Handelssachen? Ja, habt ihr. Cool. Nimm ich mit. Nimm ich mit. Nimm ich alles mit. Kaufe ich später. Vieles nicht, aber ich nehme es gerne mit. Startdüsentreibstoff. Meine Freunde. Habt ihr gar nicht? Woraus wird der eigentlich hergestellt? Startschubdüsentreibstoff. Da. Die Wasserstoff- und Metallplatten. Die Wasserstoff habe ich in meinem Frachter. Nicht wenig. Aber ich würde es auch lieber kaufen, ehrlich gesagt. Und Platten stellen wir mit Ferritstaub her, den ich eigentlich immer regelmäßig wegschmeiße. Aber vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Ihr Außerirdischen. Oh, oder wir nehmen einfach Metallplatten. Ich weiß nicht, nehmen wir jetzt mal 5 mit aus Spaß. 5 habe ich gesagt. 5. Die Wasserstoff. Habt ihr leider nicht am Start. Meine Enttäuschung hält sich in Grenzen. Ich habe nicht viel erwartet. Macht's gut. Macht's gut. Da drüben vielleicht. Der gleiche Kram wie drüben, das ist neu, das ist so neu. Normalerweise waren das komplett 2 verschiedene Läden eigentlich immer. Pech gehabt, Pech gehabt. Können wir was abgeben hier?
Hi. Mission einreichen, bitte. Haben wir was zum Einreichen? Ja. Oh, Belohnung geheim. Gildenmission. Skrupellose Verhandlung. Piratenjagen. Kann ich die hier abgeben? Dein Ansehen bei der Söldnergilde hat sich verbessert. Nicht bissfest. 300 Naniten. Geil. Geil. Bin ich episch, Mann. Dein Ansehen bei der Entdeckergilde hat sich verbessert. Er bietet mir neue Missionen an. Einen Räuber eliminieren? Heißes Eis? Klar. Klar. Zwei Räuber eliminieren. Das ist leicht verdientes Geld, Mann. Leicht verdientes Geld. Hier alles. Alles, was mit Kopfgeld zu tun hat. Das kann ich richtig gut, Mann. Denn wir haben hier einen Inframesserbeschleuniger. Alles klar, vielleicht kriege ich ja vom Gildenmeister noch eine kleine Überraschung. Nee, alles cool. Mit euch habe ich allen gequatscht. Wir müssen auf den Frachter. Wie Wasserstoff brauchen wir? Die Raubkreaturen eliminieren. Eine feige Lösung. So, holen wir uns mal den Frachter her. Awesome, Mann. No Man's Sky. Nur ein bisschen schneller als sonst. Nur ein bisschen schneller. Ansonsten ist alles beim Alten. Vor allem nicht. Der Leo. Captain Leo. Spiritueller Führer und Weltraumpirat. Ah. Und Flipper. Flipperkugel. Eine große, pinke Flipperkugel. So, wir haben hier ein, zwei, wie viele Kommandoräume haben wir? Drei, vier Stück sogar, cool. Aber hier ist gerade keiner unterwegs. Aber irgendwen haben wir doch losgeschickt. Euch haben wir losgeschickt. Seid ihr wieder da? Seid ihr ganz? Müsst ihr ja, ne? Nachbesprechung mit Kommandanten. Ja, da möchte ich irgendwo ein Lämpchen eigentlich haben oder so. Dass mir das angezeigt wird, dass die wieder da sind. Ich möchte dafür nicht extra aufs Schiff vorbei müssen. Cool, 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 cool. Expedition beenden. Swag. 300.000 und ein bisschen Magno-Gold. 10 Stück, um genau zu sein. Was kann denn Magno-Gold? Oder fragen wir mal ein bisschen direkt danach. Was bringt es uns? Was bringt es uns? 250.000 Units. Oh, wir haben hier noch andere Sachen, sehe ich gerade. Das ist zum Anbauen, das ist zum Anbauen. Das können wir selber herstellen. Das ist zum Anbauen. Ich habe ihn nicht vergessen. Den botanischen Frachter. 600.000 Ocken. Geil, nehme ich mit. Das muss ich verkaufen. Gib mal her. Magnogold auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist zum Anbauen. Frachtertreibstoff. Ich hoffe, das reicht aus. Ein Phosphor. Für Popo ist ein Phosphor. Wo denn die Wasserstoff? Der Captain, er verlangt es. Denn ich bin der Captain. Wir hatten nur eine Mission losgeschickt gehabt. Also das ist von uns aber nicht gerade Multitasking-mäßig effektiv gewesen. Nein, war es wirklich nicht. So, erstmal den Startschubdüsentreibstoff. Wie, was fehlt denn uns? Die Wasserstoff fehlt uns, okay. Warum? Was haben wir denn hier? Wow! Wo haben wir denn das alles her? Wo kommt denn das immer her, Leute? Wo kommt denn das immer her? Krass. Das brauche ich aber in meinem Inventar. Das kannst du noch behalten. Das will ich auch haben. Das ist viel zu wertvoll. Für dich als Raumschiff. Ein 1 ist komplett auffüllen? Ganz nett. Ganz nett. Die Platten, ja.
verschwenden eigentlich nur unseren Platz. Kann ich zufällig auf mein Exo-Fahrzeug? Nein, kann ich nicht zugreifen. Schade. Schade, schade, schade. Den Rest, die Wasserstoff, packen wir wieder auf den Frachter. Die Platten, die werden als erstes aufgelöst. Falls irgendwo was sein sollte. Schicken wir unsere Fregatten wieder los. Ja, ja, hier ist der Captain. Ich habe ein bisschen zugenommen, tut mir leid. Keine Sorge, das geht wieder runter. Ist Massephase gerade. Potenzielle Expedition ansehen. So, wir haben ein Forschungsschiff und zwei Handelsschiffe. Also nehmen wir auf jeden Fall die Handelsexpedition mit. Ja, und zwar die längere Handelsexpedition. Es gibt nur eine. Oh, wir haben jede Menge Schiffe. Oh, okay, alles klar. Handeln haben wir auch. Ja, B, oh, warte mal, stopp. Schicken die B-Klasse los und das andere Handelsschiff. Die sollten sich gegenseitig eigentlich unterstützen können da. Haben wir genug Treibstoff? Ja, 100 haben wir. Und tschüss. Weg sind sie. Zeig mal her. Habe ich ein Kriegsschiff? Ich habe ein Wissenschaftsschiff, ich habe ein Bergbauschiff. Dann schicke ich das Bergbauschiff los mit einem Unterstützungsschiff. Damit es dem auch gut geht. Genau, den Treibstofffrachter. Der hat ein bisschen kriegerische Fähigkeiten. Das ist sehr gut. Alles klar. Zurück, zurück. Industrieexpedition. Und wir schicken das Bergbauschiff los. Und zur Verteidigung den Treibstofffrachter der Klasse B. Eine Wissenschaftsmission haben wir gerade leider nicht am Start. Finde ich auch ein bisschen schade. Das waren unsere Treibstoffvorräte, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nee, wir haben noch... Ah, 6x... Ih, warte mal. 6 von... 6x 50 Tonnen haben wir. Also haben wir noch... 300 Tonnen. Cool. Frostkristall ist auch nichts wert. Schade. Das will ich alles verkaufen. Bei Zeiten. Magnetisiertes Ferrit. Reines Ferrit. Bin voll, kann das sein? Fast. Fast. So, hier gab es ja noch... auch noch Mission zu erledigen. Station der Galaktischen Kommission. Was haben wir denn hier Schönes? Planetares Depot überfallen. Gerne, aber nicht mehr aus dem Raumschiff. Sogar wir haben hier zwei Stationen, die wir überfallen können. Nehme ich an. Das ist echt schnell gemacht. Ach, wir haben nur eine Mission, die wir hier annehmen können. Frachter Warpkarte. Wir sind hier fertig. Wir können weiter. Wir können wieder raus. Auf die Piste, Leute. Sehr schön. Okay, und wir checken erstmal als allererstes die Depotmission, die wir sowieso schon gestartet haben. Wir müssen auch unseren Kram loswerden, wir müssen mal eine Handelstour machen. Also es bleibt genug übrig, was wir machen können, aber nicht mehr in dieser Folge. Denn das war's für heute mit No Man's Sky. Wir sehen uns ja morgen schon wieder, denn No Man's Sky gehört zu meinen 2 7-Tage-die-Woche-Programmen. Da gibt's jeden Tag eine frische Folge. Ich freue mich auf euch. Wieder schauen und reingehen. Und der Leo, liken nicht vergessen, ne? Alles klar, ciao.